Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. So, das erste, was wir machen, was wir in der letzten Aufnahmesession nicht gemacht haben, ist speichern. Einfach mal sicherheitshalber LP075 speichern. Und nein, wir machen jetzt keinen Cut, sondern wir gehen wieder in unsere sehr tollen Kämpfe hier rein. Yay. Und zwar haben wir immer auch die zwei Kämpfe, die wir freigeschalten haben. Einmal Pfad des Suchers, die Brüder von Buch und Zweig, also der Magier und der Druide, die schon ziemlich heftig sind. Und das geschriebene Wort, was recht anstrengend ist, aber was wir als erstes machen werden. Nur dieses Mal stellen wir uns besser auf und verteidigen das Zeug auch besser. Zwei Leute oben, drei Leute unten und jeder übernimmt einen Imp erst in der ersten Phase. Weil so lange dürften die Imps, wenn sie uns angreifen, nicht die Bücher angreifen. Super Logik, oder? Das Schwierige an der Mission ist halt, es zu schaffen, dass die Bücher nicht zerstört werden. Weil für jedes kaputte Buch kriegen wir so einen scheiß Dot. Ja, ja. Das brauchen wir nicht. Finally, a prize worth fighting for. Of course. Naja, halt, Adolf bleibt hier unten. Ahoy. Ihr zwei geht nach oben. Yeah. What can I do you for? Yes? Und Adolf triggert. Keeping the toes. Ja! So. Für ihn gibt's was zu tun. Seraphin. Nein, Adolf. Und da brennt schon unser erstes Teil. Das ist nicht gut. Okay, nächste Welle. Du nicht. Ob das gut ist, wenn das auf die Forschungsnotizen überspringt? Oh nein, die Forschungsnotizen werden nicht mal getroffen. Ich muss auf jeden Fall jetzt die Forschungsnotizen verteidigen. Hier unten sind sehr viele Imps. Aber das sollten die zu dritt hinkriegen. Ach, der Nager da oben, der könnte nerven. Genauso wie der Imp, den verwurzeln wir mal.
Und da zünden sie das an. Das ist auch nicht so schön. So, die heile ich mal lieber. Okay, die brennen immer noch und ich kann sie nicht löschen. Okay. Konstantin, mach die mal benommen. Xoti, du heilst mal. Kommen noch mehr zu denen? Ach, herrje. Alle da oben? Okay. Ah, ne, da sind auch noch zwei. Versuch mal, welche zu übernehmen. Okay, das brennt eh schon. Okay, das erste ist down. Bitte sag mir, dass das die letzte Welle war, sonst haben wir langsam ein Problem. Nein, war es nicht. Bitte sag mir, dass das da die letzte Welle war. Wenn das jetzt nicht die letzte Welle war, haben wir ein Problem. Nein, war nicht die letzte Welle. Aha. Okay. Oh,
take him there. Clinton, look out! I'm feeling the strain. Was haben wir noch? I'm here. Let's try again. I'd be glad. Damn it! Something's wrong with me. That's for my friends. So, jetzt noch den töten und dann ist es hoffentlich vorbei. Und dann haben wir gerade so überlebt. Ja. Wow. Ey, mechanisches Wunder, der Arbalest. Ja, ist ja nicht so, als ob jetzt nicht alles kaputt gegangen wäre. Wärst du da gewesen, um zu helfen? Würden wir uns an Erastis Werk erinnern und nicht nur an den Konflikt, in dem es verloren ging? Ja. Also wieder ein Kampf geschafft. Bleibt nur noch einer und dann der Entscheidungskampf. Da habe ich ja gesagt, werde ich alle mal einmal durchspielen. Also einmal gewinnen, um zu sehen, was dabei rauskommt. Und dann werde ich mich für einen entscheiden danach. So, aber jetzt erstmal braucht die gesamte Truppe Rast, nachdem alle einmal umgefallen sind. Ado, Contender. What can of course? So. Und ich will mir die Arbalest ansehen. Mechanisches Wunder. Ist hervorragend. Hat federunterstütztes Nachladen. Reduzierter Basisschaden, Angriff in einer Linie, maximal 3 Ziele. Ob das auch wieder für meine Verbündeten gilt? Ja, legendär machen kann ich nicht, dafür fehlen mir Smaragde. Und viel unterstütztes Nachladen, Nachladegeschwindigkeit. Plus 2 Durchschlagskraft. Plus 2 Durchschlagskraft klingt besser als 25% Nachladegeschwindigkeit, würde ich sagen. So. Rüsten wir die einfach mal aus. Im ersten Teil bin ich ja nur mit Arbalisten rumgelaufen. Ach ja, das Ding kann ich dann auch verkaufen, hey. Alof hat die Möglichkeit, eine dritte Nebenhand zu tragen. Yes? So, mit Arbalesten. Charakter zieht sorgfältig mit der Arbalest, damit sie so wirkungsvoll wie möglich trifft. Getroffene Ziele werden niedergeschlagen. Nehmen wir das mal mit rein. Klingt nämlich gut.
Und dann trauen wir uns mal an unser nächstes Ziel. Brüder von Buch und Zweig.